Jack the Stripper wurde ein unbekannter Mann genannt, der in London zwischen 1964 und 65 für die sogenannten Hammersmith-Nacktmorde verantwortlich gemacht wurde. Am 21. Juni 1959 wurde die Leiche einer Prostituierten gefunden. Man glaubte zunächst, der Täter sei ein Kunde gewesen, der die Frau wohl erdrosselt und entblößt nahe der Themse abgelegt hatte. Auch wenn diese Tat nicht wirklich mit der eigentlichen Serie in Verbindung gebracht werden konnte, glaubten viele Ermittler, dass der Täter schon einige Jahre aktiv war. Insgesamt wurden 8 Prostituierte gefunden. Die Todesursache war meistens Erdrosselung, einige waren aber auch ertrunken. Anhand von Farbspuren ging die Polizei davon aus, dass diese vom Arbeitsplatz des Täters kommen konnten. So suchten die Behörden, besonders in der Automobilindustrie, nach Verdächtigen. Verdächtige gab es im Laufe der Zeit viele. Ein Hausmeister, der für einen der Morde zunächst ein falsches Geständnis abgegeben hatte, es aber später zurückzog. Ein Wachmann, der beruflich ab und an mit den Farben zu tun hatte, die auch an den Opfern gefunden wurden. Polizeibeamte wie auch bekannte Gangster standen unter Verdacht. Dennoch bleibt der Fall bis heute ungeklärt. Ob der Täter verstorben war oder schlicht aus Angst keine weiteren Taten beging, ist nicht bekannt.